Wer im Garten einen Nistkasten hat, kann ab Mitte März die Meisen beim Sammeln von Nestmaterial beobachten. In diesem Jahr begann der Nestbau am 18. März und dauerte etwa eine Woche. Die Moosflechten und Halme wurden emsig gezupft und in den Nistkasten gebracht. Besonders vormittags waren die Meisen aktiv. Den Holznistkasten am Gartenhaus haben die Meisen bereits im Winter als Schlafplatz genutzt. Und jetzt wird für den Nachwuchs gesorgt. Bei den Kohlmeisen baut das Weibchen das Nest allein. Sobald das Nest fertig ist, beginnt das Weibchen mit der Eiablage. Meist sind es zwischen 6 und 10 Eier. Nach ca. 14 Tagen Brutzeit schlüpfen die jungen Meisen. Am 22. April konnte ich beobachten, dass beide Kohlmeisen Futter in den Nistkasten brachten. Aufgrund der kalten Witterung finden die Meisen schwer Nahrung für ihre Jungen. Aus diesem Grund bin ich zum Tierfachhandel gefahren und habe Buffalos gekauft. Das sind die Larven des Getreideschimmelkäfers. Die Larven werden in eine Schale gefüllt und in Nistkastennähe bereitgestellt. Der Vorteil für die Meisen: Sie müssen nicht weit fliegen, um Nahrung zu beschaffen. Die Larven wurden sofort angenommen. Als Tagesration wurden etwa 100 ml Larven bereitgestellt. Die Zeit verging. Von morgens bis abends sorgten beide Meisen für reichlich Nahrung und am 10. Mai war es soweit. Das erste Meisenküken schaute misstrauisch und neugierig in die neue Welt, die sie bald erwarten wird. Einen Tag später, gegen 7.20 Uhr, flogen die jungen Kohlmeisen hinaus in die Vogelwelt. Leider habe ich nur 6 filmen können, da ich kurz von der Kamera weg war, um Kaffee zu kochen. Murphys Gesetz eben. Mit Lockrufen animierten die Meisen Eltern ihre Jungen, den Nistkasten zu verlassen. Mit Schwung und Neugierde in die weite Vogelwelt. Hoffen wir mal, dass nicht zu viele den Elstern und Krähen zum Opfer fallen werden.
Im dritten Jahr hintereinander haben die Kohlmeisen jetzt bei mir erfolgreich gebrütet und ihre Jungen verlustfrei aufgezogen. Zusammengerechnet in den 3 Jahren waren es 23 junge Meisen, die in die Freiheit geflogen sind.